Bin ich denn auch? Oh! Es geht schon los! Okay, go, go, go. Davon gegen Flora. Losers Finals. Wir sehen hier gerade, also was ich auch hier in klein schon eben gesehen habe. Ja. Richtig crazy von Davon, dieser Start einfach. Was ist das für ein Momentum? Losers Final, Digga. Crazy. Ja. Habt also, ihr letztens gesagt, ich will Schultern wechseln? Ja. Ja. Musst du Schultern trainieren? Ich will auch. Hey, safe, ja. Levi ist da einfach schon. Du siehst sowas schon kommen. Er guckt sich einmal Controller an und sagt: Guck mal, hier, das muss gemacht werden, weil das in 2 Wochen im Arsch. Und dann ist es so, wenn du es nicht machst. So, oi. Alter, immer noch 0% gerade auf der Funk drauf. Also ist gerade schon ein bisschen anders, was er gerade macht. Anders. Oh. Oh, ich könnte eigentlich mal eine Pause brauchen. Schon? Ich sitze hier schon den ganzen Tag. What? Oh. Ah, oh, guck mal hier, 7,7. Geht's jetzt los? Mal kurz durchatmen, ja? Oh. Oh. Flora versucht alles, aber jetzt gerade immer nur so kleine Peanuts, was Damage angeht. So richtig kommt das Ganze nicht in Fahrt. 182%. Viel mehr kann man gar nicht fressen, auch mit DDD nicht. Na klar, kann man schon, aber hier, guck mal, die Nähe. Die Nähe reicht schon und das ist ein ganzer Stock-Lead. Ist hier Endstation für Flora. Das werden wir herausfinden. Ja, also sehr patient auch auf jeden Fall gespielt von Dafung, aber trotzdem hier der Inhale trifft. Oh, schöne Back-Air. Oh, aggressiv von Flora, verliert Stage Control dafür. Aber nur für kurze Zeit. Ganze Ding geschildert. Und ja, hier, Up Smash. Sehr gut. Ja, man sieht trotzdem, es ist auf jeden Fall kein leichtes Matchup hier gerade. Da ist der Speed einfach nicht da bei DDD. Okay. Wird sogar gepaddelt. Ja, alle Controller explodieren. Levi hat den Self-Destruction-Knopf gedrückt, glaube ich. Oh. Oh, das könnte... Ja, das killt. Auch bei DDD einfach unter 100%. Ist schon ziemlich strong. Okay. Wie geht's hier weiter? 150%. Die Lead ist echt nicht groß. Und der Uptilt. Schöne Kopfnuss. Oh. Ja, wird das gepunished? Ah, guck mal. Sehr, sehr patient hier gerade von Dafung. Stage Control über alles. 24% von dem Gordo da. Oh. Und die AB killt fast. Aber noch nicht. Noch nicht. Erstes Game hier gerade und es sieht echt stark aus. Als ob der Funk das Ganze hier holen würde. Jedenfalls das erste. Ja, es ist halt einfach diese Geschwindigkeit hier von der Funk. Und die Patience. Oh, schön. 150%. Oh, wow. Echt. Einfach so raw gekillt. Einfach ein bisschen outspaced. Upsmash. Bing. Ja, sehr schön. Also 1-0 hier gerade für Dafung. Dafung will dieses Rematch einfach haben. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das Ganze hier ausgehen wird. Auf jeden Fall. Nicht nur in diesem Set, sondern auch in dem danach. Da hatte ich wirklich null mit gerechnet.
also das Beißel im Grand Finals sehen. Und von der Leistung von Dafung und Flora bin ich auf jeden Fall auch sehr überrascht, positiv. Sehr, sehr stark einfach. Sehr stark. So, wir gehen jetzt auf Carlos. Eine sehr oft gebannte Stage, man sieht sie nicht allzu häufig. Ich denke mal nach Yoshi ist es wahrscheinlich die meistgebannte Stage. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Und ja, es sieht eigentlich genauso aus wie das Game davor. Einfach sehr viel Damage und Control von Dafung. Und Flora schafft es dann irgendwie zurückzukommen. Ja, vor allem mit dieser Back Air, die einfach echt clean immer gespaced ist. Oh, Rob. Ja, wir vermissen dich auch hier alle auf jeden Fall. Aber ich hoffe, du hast eine gute Zeit in Österreich. Ich hoffe, da gibt es auch ein paar nice Turniere, die du besuchen kannst. Okay, 166%. Ist schon wieder Max Rage. Aber davon nicht in Kill Range. Also ich glaube nicht, dass der F-Smash, der eben killen könnte, trifft. Oh, Up Air into Back Air. Fast. Hätte schon sein können gerade. Oh, wir haben noch ein Prime hier von Rob. Richtig korrekt von dir, Mann. Auf jeden Fall. Richtig cool. Oh, schöne Back Air hier gerade von Dafung. Kann hier endlich den Stock holen. Ja. Ja, Dafung macht das schon echt sehr gut. Also man merkt auch, dass die Erfahrung einfach da ist. Er weiß, was er sich erlauben kann und wo er patient sein muss, was er am besten nicht contestet. Man hat ja auch eben gerade gesehen, die Dash-Attacks von Flora, die macht sie halt sehr gut, wirklich. Aber der Funk fällt einfach nicht drauf rein. So, an der Edge. Oh, und wieder der Damage. Die Kombo will nicht enden. Die Control-Time sehr, sehr hoch. Crazy, dieses Turnier. Oh. Dash Attack! Doch, sie trifft. Never mind. Sie trifft dann doch mal. Die Lingering Hitbox, die Flora so gut nutzt. Aber 137% jetzt schon. Also ich bin gespannt. Ja, mal schauen. Mal schauen, wie Flora das mit dem Damage machen kann. Also man kann aus der B rausfallen von... Oh, von My Brawler. Oh. Oh mein Gott, das ist schon mal großer Damage, wenn der Gordo mit dabei ist. Oh, schöner Punish gerade von davor. Es wird alles sehr clean von ihm gespielt. Gutes Spacing. Das Microspacing ist echt richtig gut. Also da hat Lifted Skull auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Win gefarmt. Auf jeden Fall. Oh. Oh, Flora immer noch am Leben. Ah, oh. Ah, ja, war schon eigentlich eine gute Idee, aber... Ja, safe hatte ich Spaß bei Doubles. Ich habe immer Spaß bei Doubles. Ich wünschte immer nur, dass es mehr Sets wären. Also ich habe auch schon einige Male überlegt, ob wir einfach einen Round Robin machen sollen. Ich weiß noch nicht, ob das dann einfach zu lang dauert. Oh, schöner Upsmash. Okay. Ah, wieder 150% drauf. Ja, mal gucken. Also, was für ein Callout. Einfach mit dem F-Smash hier gerade. Da funkt 2-0 in Führung. Ja, einfach die Rolle gecalloutet. Das kann man echt manchmal einfach machen. Ich chill mich mal wieder in die Mitte. Ja, also, heute hat eigentlich echt generell ziemlich Spaß gemacht. Singles, Doubles. Beides. Ja, bei Doubles, wie gesagt, also ich habe so 3 oder 4 Sets gespielt. Ich hätte gern natürlich noch mehr gehabt. Aber die Sets, die ich gespielt habe, waren auf jeden Fall sehr, sehr funny. Ein, zwei ja auch on Stream. Ich wette, auf dem im Hintergrund kann man mich schreien hören die ganze Zeit. Weil ja, war sehr, sehr fun. Mit Squallen halt auch einfach, ne?
Also das Reptilien-Team, sehr legendär. Gerne wieder. Oh, und schöne Kombo hier gerade. Ja, die Landing Nair oder die Falling Nair ist halt echt generell einfach echt eine gute Option, wenn sie trifft. Allzu viel Endlag hat sie auch nicht. Oh, okay, mit der Fair, ja. Wir haben eben schon gesehen, Downthrow Nair wird nicht mehr so als Option gewählt. Oha, wir haben den anderen DDD. Den grünen DDD. Und jetzt, doch, der Playstyle ist auch irgendwie anders auf jeden Fall. So viele Falling Attacks und sowas. Es sieht auch ein bisschen anders aus als die Games davor. Also es ist schon deutlich closer. Und dann kann man halt auch was anfangen mit dem Rage, ne? Bei 64, so ein kleines bisschen noch und dann werden eine ganze Menge Attacken ziemlich gefährlich. Gerade weil Floria auch wirklich gut mit dem Up-Smash umgeht. Oh, das tut immer so weh beim Zusehen, wenn ein DDD von seinem eigenen Gordo getroffen wird. Okay, 82%. Ah, ja. Oh ja, guck mal da auch wieder. Double Hits, aber davon lässt sich dann nicht von treffen. Oh. 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 Also, ja, sehr safe von davon. Teilweise rechne ich auch einfach mit diesem Spike aus dem Nichts. Ah, hat Flora mit gerechnet? Gab es nochmal einen Grab dazu? So. Zwei Stocks noch. Kann Flora das hier irgendwie umdrehen? Sie versucht ja auch alles. Also, DDD hat halt sein Limit einfach auch. Wobei ich sagen muss, dass Flora das auch irgendwie neu definiert hat. Also immer, oh, wow, wirklich, einfach eine Backer getroffen. Wo ich wirklich dachte, so, DDD hat einfach seine Limits. Wenn man dann doch besiegt wird, auch hart, dann, ja, überdenkt man das Ganze natürlich auch irgendwie nochmal ein bisschen. DNL ja früher auch immer mit DDD unterwegs, aber der auch immer, ja, viel über die Limits von DDD geredet. Auch richtig schön, gerade von der Funk. Wow, das kann auch in die Compilation rein. DNL DDD. Ja, sehr schön. Oh, und wieder der Double Hit. Der ist so gemein einfach. Oh, ha? Habe ich nicht verstanden gerade. Aber ja, dafür sehen wir jetzt nochmal ein spannendes Game Nummer 3. Jetzt auf jeden Fall deutlich höhere Chancen gerade von Flora, das Ganze zu holen. Vor allem, wenn sie ihm früh Damage macht, aber jetzt gerade so schnell Damage einfach bei davon. 74% jetzt schon. Oh, schön aufs Schild drauf, aber gar nicht so viel Schild Damage gemacht, wie man dachte. Oh, und wir haben noch einen Prime Sub einfach. Nein, nicht mein Prime, das ist ein normales Abo, richtig korrekt. Danke Milky Way 1337 oder auch Lead. Sehr, sehr korrekt, wir freuen uns. Und dafür wollen wir natürlich auch schöne Performance sehen. Jetzt hier gerade Flora gegen Dafung. Last Hit so ziemlich. Es sind zwar nur 70% auf Dafung drauf, aber das kann sich natürlich immer ganz schnell ändern bei DDD. Durchaus möglich, da einen Early Kill zu bekommen. Vor allem, wenn DDD Rage hat. Und ja, wir sehen jetzt gerade so ein bisschen die Wall von Flora mit der Back Air. Es funktioniert! Oh, und wie es funktioniert! Wow, nice. Wieder, DDD einfach so ein bisschen neu definiert wieder. Einfach mit der Back-Air-Wall, wo Dafung dann einfach keine Lust hat, gegen anzurennen. Und ja, man hat gesehen, warum. Einfach, weil das Timing von Flora so nice ist, dass ja, man dann doch einfach wirklich in die Back-Air rennt. 2-1, Flora, also hier mit dem Comeback. Ich bin mal gespannt, ob da noch ein zweiter dazukommt. Also so langsam sehe ich schon Adaption, aber ist schon immer noch Momentum eher auf der Seite von Dafung, muss man ganz ehrlich sagen. Und eben halt auch so ein kleiner SD auch so mittendrin. Mal schauen, wie dieses Game hier aussieht. Flora wird ihren Playstyle auf jeden Fall umstellen und
Wir werden sehen, wie sich das Ganze äußern wird. Oh, Dash Attack aufs Shield. So, hier wieder Ledge Situation gerade. Ja, der Funk ist wirklich gut da drin, nicht zu overextenden und patient zu sein, auch wenn der Gegner in einer schlechten Situation ist. Oh, schön. Max Range F-Tilt. Oh. Ah, das muss man schon aufpassen. Oh. Der überlebt tatsächlich noch bei diesen Prozenten. Ui. Ja, so ein F-Smash aufs Schild schmeckt schon. Oh, oh. Ja, doch. Das ist schon keine schlechte Option, aber überlebt? Okay, dann war das der Gordo, der getroffen hat und nicht die Abby. Den komischen Engel vor allem. Ja, die Back Air erreicht 70% hier gerade auf der Funk. Mal schauen, ob da irgendwie ein Early Kill kommen kann oder irgendwie eine Trap. Das scheint ja schon mal ganz gut zu funktionieren. Jetzt, wenn er ihn weiter an der Edge lassen kann, dann könnte es schon sein, dass da ein Early Kill irgendwie auftaucht. Aber ja, 65% jetzt auch schon wieder auf Flora. Und es ist halt auch schwierig, defensiv zu spielen, wenn man die ganze Zeit an der Edge ist, einfach. Oh, aber hier, schön. Gut. Beide jetzt zumindest auf zwei Stocks. 77% ist auch kein Weltuntergang. Oh, okay. Beide kassieren einen Hit vom Gordo. Oh, schönes Spot-Dodge. Oh. Auch da noch, okay, 130% jetzt drauf. So langsam wird das Ganze schwierig. Auch lange noch nicht in Killprozenten davon. Okay. Ja, jetzt kommen die Back Air Walls. Down B als Option dagegen. Ja. Das ist halt das Microspacing jetzt gerade. So, geht da keine Risiken ein. Und der Upsmash. Sauber. 65%. Ist eher ein bisschen. Okay, der Upsmash. Kann man natürlich versuchen, aber der Funk ist drauf vorbereitet, kann das Ganze punishen und 67% jetzt auch schon wieder überholt, was die Prozente angeht. Okay, oh. Das könnte jetzt schon wieder knapp werden gerade. Uptilt, up air. Und die Abi killt. Okay. Da Funk macht den Sack zu. 3-1 über Flora. Trotzdem eine richtig gute Leistung hier gerade von Flora. Einfach dritter Platz geworden bei diesem Turnier. Super stacked. Richtig strong mit DDD.